Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Ich war gerade eigentlich auf dem Weg auf der Suche nach einer Katze, damit ich dann eine neue Folge starten kann, aber ich habe jetzt erstmal ein neues Tier gefunden, was ich gerne haben möchte. Da ich ja aktuell kein Schultertier mehr habe. Da ist sie. So, wir nehmen jetzt hier den hohen Pegomastrax, das Weibchen. Ich hoffe, es klappt so, wie ich es mir denke. Hallo. Ich möchte von dir bestohlen werden. Was willst du denn? Nein, du lässt mich in Ruhe. Die Männchen will ich nicht. Danke, Drecksack. Noch das Holz. Wo ist denn das Weibchen hin? Du knurrst mich nur die ganze Zeit an. Was willst du? Hau ab. Okay, also ich hätte wahrscheinlich richtig viele Beeren im Inventar haben müssen. Ich sehe sie gerade da drüben laufen. Deswegen sammle ich jetzt gerade richtig viel. Oder ich versuche richtig viel zu sammeln. Die war doch gerade hier drüben irgendwo. Da. Ich hatte mein Zement geklaut. Ist das ihr Ernst? Mädel. Mädel. Guckt man, schon hat die keine Zähmeffizienz mehr. Weil ihm alles Mögliche klaut und nicht das, was sie soll. Sau. Dann lege ich das jetzt auf die Null. Wo ist sie hin? Nee, ich glaube, die blauen sind danach effektiv. Muss ich gucken, wo es lang ist. Hallo, ich will gerade richtig auf den Sack gehen. Hallo. Oh, leck mich. Oh, sie ist auf 75. Das heißt, next Beere. Hallo, einer tut dir was. Ja, jetzt haben wir sie endlich.
Jetzt können wir gucken. Jetzt hat nämlich alles eigentlich im Inventar. Ja, hier das Holz. Und das hier, was er uns geklaut hat. Richtig gut. So, jetzt nehmen wir sie auf die Schulter. Ich finde, das sieht auch voll cool aus, weil die sich ja dann so, ja, hier so um den Bauch und so ein bisschen um die Brust wickeln. Yay, wir haben ein neues Schultertier. Hat jetzt ja auch nur lang genug gedauert. Ich verstehe aktuell nicht, warum die so schnell an Zähmeffizienz verlieren. Habe ich da irgendwas falsch eingestellt? Muss nochmal in die Einstellungen gucken. Joa. Dann fliegen wir jetzt mal dahin, wo ich gerade meinte, ich will hin, wegen Katzen. Gucken, ob da überhaupt eine ist. Wenn nicht, dann können wir natürlich keine mitnehmen. Nur die beiden Katzen, die ich gefunden habe, hatte ich genau an einer derselben Stelle gefunden. Und ist halt auch ein Passivzähm, also eine Passivzähmung. Alte Kopfnuss. So. Oh, wie oft wir diesen Weg jetzt schon in irgendwelchen Folgen geflogen sind, ne? Mit den Kühen, da muss ich auch nochmal gucken. Ich weiß nicht mehr so genau, was sie gefressen haben. Aber dann könnten wir so eine nämlich auch nochmal zähmen. Wird schon mal dunkel. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu lange in der Höhle von den Wilbern. Aber da fliege ich im Grunde genommen lieber rein als da hinten in die Schlucht. Da ist nämlich weniger los. Natürlich sind draußen vor der Tür halt auch immer welche gewesen, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Oh, dumm. Da fliegen wir jetzt schon mal hier runter. Weil ich habe die Katzen bis jetzt nur hier in diesem Waldstück gefunden. Schon wieder Terrorbirds. Ew, du bist pink. Also diese Pferderasse haben wir auch noch nicht, aber ihr seht jetzt auch, warum ich die nicht mitnehmen werde. Bäh, pink. Hier unten läuft wieder ein Hase. Da ist eine Ratte. Die könnte man auch zähmen. Das sind halt alles Schultertiere, ne? Und die Katze ist halt ein besonderes Schultertier. Man kennt sie natürlich auch schon aus. Na, wie heißt das tolle Spiel jetzt? Atlas? Da dürft ihr auch hier die Hasen herkennen. Denn das sind nämlich eins zu eins dieselben Karnickel. Ist das wirklich ein pinker Bär? Oh mein Gott, mein Lieber, dich nimmt ja keiner ernst. Hier war gerade irgendwas unter dem Baum. Eine Katze. Oh mein Gott, wir haben eine Katze gefunden. Mitnehmen. Nein, ich habe sie nicht gegrabt. Wir müssen die Katze graben. Katze. Oh, Katze ist hübsch. Schnell zurück. Zur Base. Also die Katzen sind richtig cool. Die werde ich jetzt. Ja, miau, genau. Ist halt hier nur praktisch. Ihr werdet natürlich gleich sehen, was sie zum Zähmen braucht. Danach frisst sie das natürlich nicht mehr. Ist jetzt natürlich auch keine High-Level-Katze, aber ich sag jetzt mal so, bei Katzen ist das mir eigentlich egal. Denn der hier hat natürlich eine super schöne Zeichnung. Ihr seht den jetzt ja auch mal so. Ich mache den erstmal jetzt hier so ein bisschen aus. Das Overlay. Ich habe ja schon eine Katze, oder ich habe eine und Vinci hat eine in der Base stehen.
Ja, dann könnte man vielleicht auch mal ein Katzenbaby machen. Ich glaube, der Katze gefällt das nicht so, am Argentavisfuß getragen zu werden. Würde mir natürlich auch nicht gefallen. Sind wir jetzt mal ganz ehrlich. So. Meine Katzen können natürlich auch von der Arg-Katze nicht getriggert werden. Mit dem Mauzen. Die schlafen nämlich gerade. Ich glaube, sonst wäre hier ein bisschen. Sonst wären die hier ein bisschen irritiert oder es würde auch ein Miau zurückkommen. Also, ich glaube, die Katze mag das überhaupt wirklich nicht am Fuß. Aber gut. Da musst du jetzt durch. Oder eher. Viel mehr. Einmal zurück zur Base. Du. Was ist das da unten rum? Ah, das ist ein Pego. Der sah gerade so groß aus von oben. Ja, dir passiert nichts, Kätzchen. Alles gut. Das ist eine knallrote Kuh. Oder ist die pink? Ne, die ist pink. Über richtig knallpink, so ein bisschen lila oder so. Gut, Ausdauer, also Stamina ist noch voll genug. Das schaffen wir definitiv gleich bis zurück nach Hause. Ich glaube, mit dem Argentavis könnte ich jetzt mittlerweile schon fast zweimal die Map umrunden, bevor die Ausdauer mal leer ist. Wir können ja auch dann mal nach den Tierbabys gucken, die wir jetzt ja vor ein paar Folgen ausgebrütet. Also, ne? Babyboom war. Bekommen hatten. Die sind ja immer noch klein. Ich war ja seitdem bis jetzt noch nicht offline. Weil ich hatte ja gesagt, ich möchte die imprinten. Gerade beim Agitavis ist mir das ganz, ganz wichtig. Und den Löwen könnte ich dann nämlich auch nehmen zum Rumrasen. Dann könnte man den nämlich vielleicht mal hier unten am Strand in einer der nächsten Folgen mal ausprobieren. Okay, jetzt ist meine Katze wach. Was ist los, Lex? Miau, ja, hallo. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hört, aber er mauzt gerade rum. Gerade ein bisschen abgelenkt von meiner Katze. Deswegen rede ich gerade vielleicht nicht ganz so viel. Alles gut, leg dich wieder hin. Mau. Ja. Alles gut. Geh schlafen. Au. So, jetzt sind wir schon in der Base. Aber wir werden die Katze definitiv erst in der nächsten Folge sehen. Und dann werden wir auch noch den Babys erst gucken. So. Machen wir das weg. Die hier rein. Ich habe Angst, dass die abhauen. So. Dann hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Ich sage jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss.